Naja, Käsekroketten, mein Look ist erstmal fertig. Bisschen gestruggelt, egal. Ich möchte jetzt nochmal einen Look mit der Crystal Power Essence Eyeshadow Palette schminken. Ich habe gestern einige Looks ausprobiert. Das Blau und das Grün gehen nur feucht und dann ist die Farbe erstmal im Eimer. Besonders beim Blau sehr ungnädig. Für mich gestern hat Ellie ein Video hochgeladen mit ihren Tattoos. Das verlinke ich euch mal. Und da trägt sie einen Look, den würde ich gerne mit dieser Palette versuchen nachzuschminken. Sie wird bestimmt nicht diese Palette benutzt haben. Ich möchte es trotzdem versuchen, weil manche Farben aus dieser Palette wirklich richtig, richtig schön sind. Also wirklich sehr, sehr schön. Besonders diese Kupfernen, auch wenn die sich sehen, sehr ähnlich sehen, die sind sehr schön und die performen auch richtig gut. Als Grundlage habe ich von Freedom diese Camouflage-Paste benutzt. Ich gehe jetzt mal mit meinem flachen Pinsel in das Make It Happen, das ist dieses Braun. Ich verstehe auch nicht, warum man weißes Inlay macht. Das wird so schnell schmutzig. Aber okay. Das Braun ist sehr pigmentiert und es kommt auch sehr viel Produkt auf den Pinsel. Okay, nein. So draufgepresst auf eine feuchte Base. Krass. Das Braun gebe ich mir jetzt erstmal in den Innenwinkel und ziehe mir das dann in meine Lidfalte. Aber ich baue es halt erstmal auf. Dann nehme ich mir einen dickeren Verblend oder einen größeren Verblendepinsel und auch das ein bisschen in meine Lidfalte aus. Dann brauche ich noch ein bisschen. Das war ein bisschen zu viel. So, jetzt habe ich erstmal das Äußere und ein bisschen nach innen. Und es lässt sich mit einem sauberen Verblendepinsel mit sich selber sehr gut ausblenden. Ich finde, es ist jetzt ein schöner Verlauf. Ein bisschen softer, ein bisschen intensiver. Jetzt haben wir hier zwei Kupfertöne, ein dunkleres und ein helleres. Wieso siehst du nicht schön aus? Sieht sehr pudrig aus, das obere. Das ganz unten. Sieht ein bisschen pudrig aus. Und das sieht sehr schön aus, aber ist mir zu hell. Und es geht so ein bisschen ins Peachige. Ich nehme jetzt wieder den flachen Pinsel, womit ich das Braun erstmal aufgetragen habe und gehe in Never Give Up. Das ist dieses eher pudrige. Ich versuche das mal mit dem Pinsel schon festzudrücken in der Palette. Und dann gebe ich mir das hier mit an den Außenwinkel. So, dass nur noch ein Drittel vorne vom Lid quasi frei ist. Man hätte das, wenn man jetzt Make It Happen ein bisschen stärker aufgetragen hat, hätte, bestimmt noch ein bisschen verdunkeln können. Ich finde es so aber schön soft, besonders für den Tag. Ich gehe da gleich nochmal mit dem Finger drüber. Und jetzt gehe ich in Love Yourself, dieses leicht peachige, und gebe mir das damit rein. Also von vorne bis hier ungefähr. Erstmal mit dem Pinsel. Nimmt sich gerade nicht so viel. Schade. Das jetzt erstmal nur mit dem Pinsel aufgetragen. Ich gehe in Love Yourself, das hellere, und presse mir das hier vorne drauf. Und da sieht man schon einen krassen Unterschied. Jetzt gehe ich mit dem gleichen Finger in Never Give Up und presse mir das hier hinten aufs Auge und ziehe mir das so ein bisschen nach vorne.
Oh, und ich hole euch mal näher ran. So sieht das jetzt aus. Sie hat es hier so ein bisschen mehr gehighlightet. Aber ohne Wimperntusche sieht ja alles ein bisschen komisch aus. Hier ist noch so ein Sparkle All Day. Das ist so ein Gold. Ziemlich goldig. Und ein Chase Your Dreams. Das ist mehr so rosé. Oh, das finde ich ein bisschen zu dolle. Das ist auch intensiv. Ich gebe mir da jetzt mal so ein. Nur auf den unteren Fond so ein bisschen. Und dann finde ich das gut. Ich ziehe mir jetzt schnell noch Eyeliner. Und tusche die Wimpern und das Ergebnis seht ihr jetzt. Das ist der fertige Look. Er ist ein bisschen orangiger, roter als ich wollte. Ich wollte es mehr ins Dunkelbraun. Wenn ihr euch dazu das Video von Ellie anguckt, dann seht ihr auch, was ich meine. Ich hätte es gerne ein bisschen dunkler gehabt, aber so für den Alltag finde ich es wirklich hübsch. Und dafür, dass es Essensfarben sind und zwei aus dieser Palette halt kacke sind, performen die echt gut. Und dann hoffe ich, dass dir das Video weiterhelfen konnte. Ich hoffe aber, ich konnte dir einen guten Eindruck vermitteln, ob, wenn du die Palette hast, was du damit so machen kannst. Bis dahin. Tschüss. Der Eyeshadow... ja, hat sich so ein bisschen verwischelt. Aber ich finde, es ist noch okay. Also es ist jetzt halt auch nicht die beste Palette. Ich habe auf der Seite geschlafen.